Ich wollte euch mitteilen, dass ich meinen Vertrag bis 2027 verlängert habe und deswegen bin ich froh, weiterhin Teil dieser Familie sein zu dürfen und weitere schöne Momente mit euch im Olympiastadion teilen zu können. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Vertragsverlängerung, eine Nachricht, Dankeschön. Die alle Herthanerinnen und Herthaner freuen wird. Lass uns das Gespräch einmal starten mit Jahreszahlen. Ich will jetzt nicht vom Quiz sprechen, aber vielleicht so eine kleine Rate-Challenge, die wir dir stellen. Was verbindest du mit dem 19. August 2015? 19. August 2015. Könnte irgendwie in Richtung mein erstes Profijahr gehen. Ja, bist schon nah dran. Dein erster Profivertrag. Zumindest unterschrieben und veröffentlicht an dem Tag 19. August 2015. Also tatsächlich auch schon ein paar Jahre jetzt her inzwischen. Ja. Kannst du noch beschreiben, was dir da damals durch den Kopf gegangen ist? Ja, aber ich glaube damals, klar war ich natürlich sehr, sehr glücklich, meinen ersten Profivertrag damals unterschrieben zu haben. Ich glaube, das ist, glaube ich, für jeden jungen Spieler was ganz Besonderes. Der Schritt vom Jugendspieler dann zum Profi. Und ja, war ich natürlich überglücklich, damals meinen Profivertrag unterschrieben zu haben. Ein zweites Datum haben wir auch noch. 2. März 2016. Das könnte Richtung Debüt gehen. Ja. Treffer, richtig. Eingewechselt im Spiel gegen Frankfurt. Ja. Willst du deine Erinnerung nochmal schildern, was dir dann da durch den Kopf geschossen ist? Ja, also wir haben geführt auf jeden Fall und es waren halt die letzten paar Minuten und dann wurde ich halt zur Bank gerufen und wusste, dass ich eingewechselt werde. Ich war ja extrem nervös. Ich weiß noch, wie ich dann meine Schienbeinschoner umgemacht habe, mir das Tape fast mein Bein mit abgeklemmt habe, aber Hauptsache einfach rein wollte, so schnell wie möglich fertig sein wollte und einfach aufs Feld wollte. Und klar, was dann ein unbeschreiblicher Moment für mich, im Olympiastadion mein Debüt zu geben damals, noch gewinnen und dann mit der Auskurve zu feiern. Das war schon ein sehr besonderer Moment für mich. Einige Wochen danach, das erste Mal in der Startelf gegen die Bayern. War die Aufregung da noch ein bisschen größer als vor der Einwechslung oder wie würdest du das sehen? Ja, die Aufregung davor war auf jeden Fall noch ein bisschen größer. Also bei meinem Startelfdebüt gegen Bayern, gegen Frankfurt. Damals wusste ich ja nicht vorher, dass ich eingewechselt wurde. Ich war auch oft im Kader, bevor ich dann das erste Mal auch eingewechselt wurde. Und ja, gegen Bayern dann Startelfdebüt war natürlich auch was ganz Besonderes, weil man nicht wusste, was einen dann auch letztendlich erwartet. Ich habe es auch auf einer fremden Position gespielt. Also rechts vorne habe ich damals das Debüt gegeben. Genau, das war ja auch ein klar sehr besonderer Moment für mich. Und die Aufregung davor war natürlich auch riesengroß. Zwischen dem ersten Profivertrag und der jetzigen Unterschrift gab es zwei vorzeitige Vertragsverlängerungen, 2017 und 2019. Jetzt stehen wir Anfang 2023 hier zusammen und du hast unterschrieben bis 2027. Magst du einmal schildern, was vielleicht die Langfristigkeit dieses neuen Arbeitspapiers auch bedeutet für dich und was es im Allgemeinen bedeutet, und das ist ja kein Geheimnis, was Hertha für dich ist, wie wichtig dieser Schritt ist und wie schön dieser Schritt ist, bei deinem Verein weiterhin spielen zu können? Ja, natürlich weiß jeder, was mir Hertha bedeutet und ich bin selber Berliner, in Berlin groß geworden, mit Hertha groß geworden und es war immer mein größter Wunsch, selber einmal für Hertha zu spielen. Und klar, auch so eine Vertragsverlängerung bis 27 ist ja natürlich für mich und meine Familie, meine Freunde auch alles was Besonderes. Ich glaube auch so die Langfristigkeit zeigt so ein bisschen auch von beiden Seiten her, dass beide Seiten, also sowohl ich als auch der Verein, gegenseitiges Vertrauen haben und ja auch langfristig jetzt aufeinander setzen wollen. Und genau das habe ich mir auch gewünscht und ja, bin sehr froh, dass wir in Zukunft ja, weiter diese Wege gehen können. Wir haben es jetzt angesprochen durch die Jahreszahlen. Du bist als junger Spieler 2012 hier hingekommen, hast die verschiedenen Nachwuchsteams durchlaufen, bist dann als Talent mit dem ersten Profivertrag, rund um den ersten Profivertrag, schon im Teamtraining gewesen, hast dich so natürlich auch zur Identifikationsfigur für die Fans entwickelt, bis hin zum, und ich denke, das kann man sagen, zum etablierten Bundesligaspieler. Was glaubst du,
oder hast du dir auch mal Gedanken gemacht, wie sich zum einen der Spieler Maxi Mittelstädt, aber auch zum anderen der Mensch in den Jahren verändert hat? Ja, ich glaube, dass man sich natürlich in so einer Phase als Mensch und als Spieler natürlich entwickelt. Ja, als junger Spieler weiß man noch nicht so, was auf einen zukommt. Man ist so ein bisschen grün hinter den Ohren und weiß vielleicht auch nicht, wie man ja, mit Rückschlägen umzugehen hat. Und ich glaube, das ist so, was ich auch in der Zeit jetzt gelernt habe, dass ich eine sehr starke Familie, Freunde in meinem Rücken habe, die mit mir gemeinsam auch durch schwere Zeiten gehen. Und ich glaube, klar, jeder Spieler hat auch schwere Phasen in seiner Karriere. Es wäre ja zu schön, wenn es alles nur nach oben gehen würde. Aber genau in solchen Phasen habe ich gelernt, auch mit Rückschlägen umzugehen. Und das hat natürlich meiner Entwicklung auch ja, geholfen. Sowohl als Spieler als auch dann charakterlich. Ja, klar, als Spieler und als Mensch natürlich auf der einen Seite charakterlich, andererseits natürlich auch als Spieler auf dem Platz, wie du umgehst mit Fehlern, wie, wenn andere Fehler machen, wenn du selber Fehler machst, wenn es mal bei dir persönlich nicht so gut läuft, dass du trotzdem 100% gibst und trotzdem keine Angst hast, Fehler zu machen. Und ich glaube, das ist so ja, mit das Entscheidende, weil wenn du Angst hast, Fehler zu machen und unsicher bist, dann verändert sich so das ganze Spiel. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, mit dem oder von dem ich auch gelernt habe. Inwiefern kannst du diese Erfahrungen jetzt an die neue Generation Hertha Bubis weitergeben? Ja, ich glaube, es ist immer einfach zu sagen, wie man damit umzugehen hat oder wie man oder was man machen muss, wenn man solche Rückschläge einstecken muss. Ich glaube, jeder muss so seine eigenen Erfahrungen machen und damit versuchen umzugehen. Ich glaube, jeder geht auch anders damit um. Der eine braucht dann halt Leute, mit denen er redet. Die anderen fressen das so in sich rein und wollen das mit sich selber ausmachen. Und ich glaube, da ist so jeder unterschiedlich und jeder macht das so auf seine eigene Art und Weise. Ja, ich kann nur sagen, dass man trotzdem nie den Glauben verlieren sollte und immer weitermachen sollte. Und auch wenn es aussichtslos erscheint, trotzdem nicht aufgeben sollte und immer weitermachen sollte. Blicken wir jetzt einmal, nachdem wir ein bisschen auf die Vergangenheit geschaut haben, nach vorne. Welche Erwartungen hat die sportliche Leitung vielleicht rund um die Vertragsgespräche formuliert, aber vor allem auch, welche Ansprüche stellst du an dich selbst? Wir haben von der Entwicklung gesprochen, fast 150 Pflichtspiele. Da hast du sicherlich dir auch Ziele für, also kurzfristige Ziele, mittelfristige Ziele gesetzt. Magst du uns da abholen ein bisschen? Ja, klar, für mich persönlich ist es jetzt wichtig, den nächsten Schritt zu gehen. Ich glaube, als Fußballer kann man immer noch mal den nächsten Schritt gehen. Ich bin jetzt auch in meiner Karriere schon viele Schritte gegangen, aber für mich ist es wichtig, mich jetzt auch endlich mal richtig als fester Stammspieler zu etablieren. Und wichtig ist natürlich auch, dass wir mit der Mannschaft erfolgreich sind. Und ich glaube, da liegt jetzt aber erstmal auch der Fokus drauf. Wir müssen jetzt in der Rückrunde gut reinstarten und viele Punkte holen, um schnellstmöglich auch von unten rauszukommen. Und dann fällt, glaube ich, alles auch nochmal ein bisschen einfacher. Und ja, ich glaube, das sind so sowohl die Erwartungen von der sportlichen Seite als auch von mir, dass wir jetzt zusammen einfach den nächsten Schritt gehen können. Ich würde gerne noch einmal nachhaken das ist mir gerade bei einer Antwort von dir aufgefallen. Hast du das Gefühl, dass es manchmal vielleicht auch in manchen Situationen, definitiv nicht falsch verstehen, aber in manchen Situationen ein bisschen mehr Fluch als Segen sein könnte, für seinen Heimatverein in seiner Heimatstadt zu spielen? Dass man vielleicht ein bisschen mehr unter dem Brennglas noch steht, der Fans? Ja, jetzt nicht unbedingt der Fans. Natürlich, klar, wird man immer so ein bisschen als der junge Spieler angesehen, der von unten gekommen ist und ist jetzt keiner ist, der irgendwie von einem anderen Verein geholt wurde. Das ist natürlich so. Da versuche ich mich, habe ich versucht, mich schon so ein bisschen von zu entfernen, dass ich jetzt auch langsam der etablierte Spieler bin, der erfahrene Spieler mit knapp 150 Pflichtspielen. Natürlich ist es so, dass ich dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Druck verspüre als vielleicht Spieler, die jetzt nicht aus Berlin kommen. Weil ja natürlich meine ganzen Freunde, Familie, alle verbinden was mit Hertha, alle schauen sich die Hertha-Spiele an, sind Hertha-Fans und da ist es dann natürlich
ja, so ein bisschen, da will man halt den Freunden, der Familie, allen was zurückgeben und die stolz machen. Und deswegen liegt es mir auch so am Herzen, dann erfolgreich zu sein mit Hertha. Was, klar, will ich jetzt keinem unterstellen, aber vielleicht für andere Spieler, die jetzt nicht unbedingt den Bezug zu Berlin, zu dem Verein, mit der ganzen Familie, den ganzen Freundschaftskreis haben, dass es da dann vielleicht nicht so 100% so ans Maximum geht, wie es dann letztendlich bei mir geht. Wir haben gerade einmal grob über deine Pflichtspieleinsätze gesprochen, über Höhen und Tiefen. Du hast international gespielt, du hast im Pokal gespielt. Wir standen aber auch in der Tabelle mal weiter unten. Zuletzt musstest du, muss man wahrscheinlich eher sagen, in der Relegation mit an den Start gehen. Hast du in all den Jahren noch spezielle Partien oder Momente oder Anekdoten, an die du immer mal wieder zurückdenkst? Ja, jetzt gibt es kein Spiel, wo ich jetzt mich ständig zurückerinnere. Klar, die letzten Spiele in der letzten Saison waren alle schon so ein bisschen hart für uns alle. Vor allem auch das Dortmund-Spiel, wo es eigentlich kurz vor Schluss so danach aussah, als wenn wir es packen würden und dann doch in die Relegation mussten. Dann das Hinspiel gegen Hamburg verlieren zu Hause. Es waren natürlich so alles harte Rückschläge, mit denen man umgehen musste. Aber wie gesagt, auch das hat mir und meiner Persönlichkeit weitergeholfen und mich in meiner Persönlichkeit nach vorn gebracht und ja, auch mit solchen Rückschlägen dann umzugehen. Und positive Momente? Du hast verlängert, du bleibst bis 27, ja. Du musst nicht von Dauer von Rückschlägen sprechen, sondern nach vorne schauen. Nach vorne auch, klar, wo wir meine ersten Einsätze auch in der Europa League, wo es sehr, sehr gut lief. Klar, auch mein Tor gegen Bayern im Pokal, mein erstes Tor im Olympiastadion. Das waren alles auch sehr, sehr schöne Momente und ich hoffe, dass, oder bin auch davon überzeugt, dass ich noch mehr solcher schönen Momente auch jetzt erleben werde. Schicken die Kumpels immer mal wieder auch Best-of-Videos an dich? Wir hatten gerade eine Situation, das Tor gegen Leipzig, was ja auch einfach ein schönes Tor war in dem Moment. Kommen da noch regelmäßig kleinere Videos aufs Handy mit Best-of-Szenen von Maxi Mittelstädt? Ja, Best-of, also ab und zu gibt es mal natürlich ein Video. So einen Freund habe ich, der schickt gerne mal was zu. Letztens habe ich auch ein Video gesehen, das wurde mir zugeschickt. Da habe ich einen Einwurf aber mal richtig verkackt. Da wollte ich einwerfen und dann ist mir der Ball aus der Hand gefallen. Also so eine Videos gibt es dann auch. Aber ja, alles entspannt. Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss. Wir schauen jetzt auf die zweite Saisonhälfte. Die Hinrunde hat noch zwei Spiele. Dann bestreiten wir noch 17 Rückrundenspiele. Was stimmt dich optimistisch, dass ihr als Mannschaft anknüpfen könnt an oftmals spielerisch gute Leistung und dann in der zweiten Saisonhälfte es hinbekommt, euch häufiger dafür zu belohnen, mehr Punkte einzufahren? Ja, ich glaube einfach, dass so die Stimmung in der Mannschaft aktuell sehr gut ist. Wir auch ein gutes Trainingslager hatten, jetzt in Florida, wo wir nochmal alle zusammengewachsen sind. Klar, spielerisch sah es schon immer sehr gut aus. Wir hatten viel Pech in der Hinrunde, was dann halt immer natürlich nicht immer nur mit Pech zu tun hat, sondern dann auch ein bisschen mit eigenem Unvermögen, wenn man dann kurz vor Schluss immer noch ein Gegentor kriegt, anstatt dann eins zu erzielen. Und ich glaube, an diese spielerischen Aspekte müssen wir aber anknüpfen. Und auch wie wir es jetzt im letzten Spiel gegen Köln dann gemacht haben, dass wir einfach an diese spielerische und an diese Mentalität anknüpfen. Und dann blicke ich auf jeden Fall optimistisch in die Zukunft. Letzte Frage. Wir haben viel jetzt über die besondere Beziehung zwischen dir und Hertha BSC gesprochen. Erinnerst du dich eigentlich noch, wie diese Verbindung zustande kam? Gibt es da die Geschichte hinter den ominösen ersten Stadionbesuch, das erste Trikot, was mal unter dem Weihnachtsbaum lag? Ja, es gab jetzt eigentlich kein ausschlaggebendes Element, sage ich mal, wo ich anfing, jetzt bin ich Hertha-Fan, sondern so in der ganzen Familie. Ich bin mit Fußball aufgewachsen. Natürlich war da immer Hertha dann an erster Stelle. Und klar, als kleiner Junge wollte ich dann, wenn ich bei SC Starken gespielt habe, wollte ich immer zu Hertha und habe immer gehofft, dass ich irgendwann da spielen kann. Ne? Und damals hat es einfach noch nicht gereicht. Da war ich immer noch ein bisschen zu klein. Es war halt immer mein Wunsch. Klar war ich dann als kleiner Junge auch vom Schenkendorfplatz, habe Autogramme gesammelt, war im Stadion auf der Leinwand als kleiner Junge und das waren alles so Momente, auf die ich dann natürlich auch zurückblicke und was es dann alles so besonders macht. Das eine oder andere
alte Bild, so viel dürfen wir, glaube ich, verraten, wird man auch rund um die Bekanntgabe der Verlängerung noch auf unseren sozialen okay. Medien sehen. Maxi, vielen lieben Dank. Wir freuen Dankeschön. Uns auf alles, was noch kommt. Ich freue mich auch. Hau Dankeschön. Hau